Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2 mit dem Alex. Ja, heute am Freitag haben wir es um 23 Uhr aufgenommen und jetzt ist die Folge irgendwann Freitagnacht. Wie gesagt, die Folge sollte am Freitag um 19 Uhr kommen. Ich hatte leider am Sonntag auf Montagnacht nur 2 Folgen aufgenommen und ja, nicht mal die für Freitag. Und jetzt nehme ich aber gleich 4 Folgen hintereinander auf, sodass ihr die nachgeschoben bekommt nachts. Und generell kommen ja alle anderen Videos jetzt wieder pünktlich. Das ist jetzt einmal wieder hier so ein kleiner Ausreißer gewesen. Die passieren immer mal um ein paar Stunden. Aber dafür werde ich jetzt, wie gesagt, jetzt direkt 4 Folgen am Stück aufnehmen. Das heißt, auch die Folge am Sonntag bekommt ihr mal pünktlich am Sonntag um 19 Uhr. Und das ist ja dafür ein Ausgleich. So, ein Thema, was ich direkt anzusprechen habe. Wir haben jetzt Freitag 23 Uhr. Ich habe von 21 Uhr aus 2 Stunden Aufnahme-Livestreams gestreamt. Das heißt, wir haben aufgenommen, zum Beispiel Jump World und FIFA für unseren Kanal und haben das natürlich wieder gleichzeitig live gestreamt auf twitch.tv/apkgamingpros. Ja, ich wollte natürlich jetzt, nachdem ich noch eine Folge Season dort gestreamt habe und aufgenommen habe, die ihr heute um 16 Uhr dann seht, ganz regulär, meine Seasons-Folge, wollte ich jetzt natürlich diese Euro Truck Simulator-Folgen, die 4 Stück aufnehmen und gleichzeitig auch streamen. Als ich letztes Mal gestreamt habe, da waren die Aufnahmen und auch die Streams waren unflüssig, es hat so ein bisschen geruckelt in den Aufnahmen. Und als ich dann am Sonntag gestreamt habe, nur aufgenommen habe, war alles super. Und jetzt hatte ich wieder Ruckler und da habe ich natürlich mal den Stream beendet und da ist die Fehlerursache. Ich kann Euro Truck Simulator 2 nicht gleichzeitig noch aufnehmen und streamen, weil Stream funktioniert nicht gleichzeitig. Ich weiß nicht warum, die CPU ist eigentlich überhaupt nicht ausgelastet und so weiter und so fort. Das wird wahrscheinlich daran liegen, dass die GPU, also die Grafikkarte, ist ja noch meine alte Grafikkarte, das wird ja noch für ein halbes Jahr bleiben. Und an der wird das wohl sehr, sehr stark liegen, dass ich da nicht vernünftiger Spiel spielen und aufnehmen kann direkt, wenn ich noch gleichzeitig irgendwas Leistungsstarkes über die CPU rendere, wie halt eben ein Stream. Weil ihr müsst wissen, wenn ich hier sowas aufnehme, Aufnahmen mache ich wirklich nur in, da muss zum Beispiel live der Greenscreen-Effekt hier gemacht werden, gekeyt werden, aber es ist generell nicht allzu schlimm, weil ich halt, ich nehme zum Beispiel, also ich kann es ja mal sagen, ich nehme die Streams in der niedrigsten Qualität, also ich nehme die Aufnahmen, genau, lasse ich in OBS in der niedrigsten Qualitätsstufe aufnehmen, also in der niedrigsten Qualitätsstufe direkt beim Aufnehmen rendern, in OBS Studio muss man dazu sagen, und lasse es aber auf 75.000 Kilobit mit rendern und dann schneide ich im Endeffekt die Videos, weil ich dann noch bei Euro Truck Simulator ganz einfach den Spielsound auf meine Stimme von der Lautstärke her anpasse. Und dann wird das Video nochmal fein säuberlich gerendert in Premiere, also ich tue es halt in Premiere schneiden und in Media Encoder wird es dann nochmal gerendert auf 25.000 Megabyte runtergerendert, also durch 3 nochmal an eben Megabit-Zahl. Und dabei wird es dann halt nochmal ordentlich gerendert. Und ja, so sieht das Ganze im Endeffekt aus. Und ja, genau, das dazu. Und da ist die Aufnahme halt, deswegen nehme ich halt nicht in so einer guten Qualität auf, weil ich es einfach im Nachhinein ja eh nochmal rendern lasse und dadurch dann es dann einfach mit einer höheren Bitrate direkt aufnehme und dann später auf eine geringere Bitrate rendern lasse. Und dann wird die Qualität automatisch einen Tick besser, weil es halt nochmal schön gerendert wird. Und eben mehr Bitrate zur Verfügung steht, wo es dann später besser komprimiert wird im Endeffekt. Genau, und ja, wie gesagt, so ist ein bisschen die Sache und ja, mehr gibt es dazu überhaupt gar nichts zu sagen. Das waren so ein bisschen die Sachen, die ich dazu sagen kann eigentlich. Ja. Das war's dazu und ansonsten habe ich heute gar nicht so viele Themen anzusprechen, obwohl ich jetzt heute, wie gesagt, 4 Folgen hintereinander aufnehme. Aber man kann sagen, auf dem Kanal läuft wieder alles, auf dem Kanal läuft wieder alles, auf dem Alex Allerlei Kanal läuft auch wieder alles. Da habe ich alle Tagessieger-Maps ja letzte Woche nachgeholt, habe jetzt auch gestern, also am Donnerstag, habe ich jetzt auch alle Thumbnails endlich nachgereicht. Da ist endlich alles auf dem aktuellen Stand und es kommt jeden Morgen um 6 Uhr die aktuelle Folge Jump World. Genau hier nachdem ich jetzt wie gesagt 4 Folgen Euro Truck Simulator hier aufnehme, werde ich auch noch die eine Folge Jump World dann aufnehmen, weil wir jetzt schon 23.20 Uhr haben und wenn ich hier fertig aufnehmen bin, haben wir natürlich irgendwie, keine Ahnung, kurz vor 1 Uhr und dann ist die natürlich auch schon draußen, dann werde ich die direkt aufnehmen und dann kommt die auch wieder um 6 Uhr jeden Morgen online, das heißt, ja, ich werde die quasi, nehme die quasi immer nachts dann direkt auf, schneide die dann sofort und schmeiße die dann ins Rendern und durch meinen neuen PC mit meiner neuen CPU braucht es halt Originalzeit zum Rendern. Das heißt, solange wie das Video ist, rendert das Video auch und in der Zwischenzeit kann ich dann das Thumbnail machen und sobald es eben fertig rendern ist, starte ich den Upload und
stelle die Uhrzeit ein und lade das Thumbnail dazu hoch und dann kann ich eben pennen gehen, obwohl der Upload theoretisch auch nur irgendwie 15, 20 Minuten dauert, wenn überhaupt. Das Video vom Freitag hat zum Beispiel nur irgendwie 10 Minuten hochgeladen, weil ich ja jetzt auch seit letztem Montag einen schnelleren Upload habe. Ich bin von 7,5 Upload auf 20 Upload gegangen, aber das habe ich auch schon in den letzten Folgen New Track Simulator erzählt. Und was ich jetzt nochmal hier ein bisschen machen will in New Track Simulator jetzt heute, ist ein bisschen Geld ausgeben mal wirklich, weil wir sehen ja gerade, ich habe schon wieder Geld und das gebe ich jetzt mal heute ein bisschen aus. Und zwar gehe ich in den Garagenmanager und werte mal wieder ein bisschen in den LKW-Manager und werte mal ein bisschen die LKWs wieder auf. Wenn dafür überhaupt alles an Geld reicht. Ich weiß nicht, ob ich da noch ein bisschen mehr für brauche. Ich habe gerade den Betrag nicht mehr im Kopf, den ich dafür brauche, um einmal komplett hochzurüsten. Das werden wir aber jetzt mal ganz kurz nachvollziehen, halt, wie viel wir dafür brauchen, weil ich das nicht gerade weiß. So, es sind 120.000 brauchen wir dazu. Okay. Wir haben jetzt 100.000. Können wir noch irgendwas von der Bank aufnehmen oder so? Ja, wir können noch ein bisschen was aufnehmen. Dann machen wir es natürlich auch mal. Und nochmal. Und da können wir nochmal einen weiteren LKW wieder aufrüsten. Und das ist sehr gut. Jetzt haben wir fast alle unsere LKWs. Es sind jetzt wirklich nur diese beiden, also gleich nur ein LKW, den wir noch aufrüsten müssen. Und das heißt nochmal 120.000. Dann haben wir wirklich alle unsere LKWs in einem super Zustand. Und unsere Fahrer bringen uns auch echt viel Geld ein. Und wir selbst bringen ja auch Geld ein und so weiter und so fort. Das läuft ja echt alles richtig, richtig gut. Ja. Dann würde ich mal sagen, bestellen. Und da haben wir noch einen komplett ausgebauten LKW. Jetzt haben wir nur einen einzigen schwächeren LKW. Und ab danach können wir quasi wieder Geld wirklich investieren, um neue LKWs zu kaufen und neue Fahrer einzustellen. Denn das soll jetzt natürlich nur einmal sein, um Geld auszugeben. Das, was wir jetzt im Moment machen, soll natürlich nur sein, um unsere jetzigen LKWs erstmal Vordermann zu bringen. Danach ist natürlich, sobald wir das alles aufgewertet haben, ist natürlich unser Ziel, jedes Mal diesen LKW für 160.000, ist ja dann insgesamt Neupreis, glaube ich, zu kaufen. Und ja, damit halt eben jedes Mal wieder neue Fahrer einzustellen. Und damit können wir immer mehr Geld machen durch unsere Fahrer, die für uns arbeiten. Und können dann immer schneller immer neue LKWs kaufen und zwar immer die besten direkt. Und dann können wir direkt wieder neue Fahrer einstellen, die diese fahren. Und ja, das ist ein guter Kreislauf und so können wir uns eigentlich so oft dann neue LKWs kaufen, sobald es wirklich jetzt einmal am Start ist und können dann zügiger, immer zügiger und zügiger wachsen, was halt echt richtig, richtig hilfreich ist natürlich. So, in 5 Stunden müssen wir Rast machen. Da müssen wir auch mal gucken, wann wir das machen, aber das hat noch ein bisschen Zeit. Jetzt müssen wir erstmal noch ganz, ganz lange fahren. Wir sind ja noch in Deutschland hier. Und irgendwie ist die Spur mir da ein bisschen zu voll. Aber da kommt noch ein Auto von der Seite. Muss ich jetzt nochmal vorbeilassen am besten. Komm, gib Gas. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Danke. Und Vollgas. Mich fuckt's ab, wenn ich hier nicht, wenn die Autos vor mir selbst rumschleichen. Aber gut. Jetzt sind ein paar mehr Spuren frei geworden. Jetzt kann ich auch wieder hier rüber gehen auf die mittlere Spur. Weil die ganzen anderen LKWs sind mir alles zu lahmarschig. Ich fahre ja immer mit 90 km/h statt mit 80, wo ich eigentlich darf. Aber diese 10 km/h Unterschied geben ja keinen großen, geben ja keine Strafen eigentlich. So. Perfekt, gut. Der LKW hat nicht mal was hinten drauf und ist so lahmarschig, aber gut. Die wollen halt aus sich alle an die Regeln halt natürlich. Und ich scheiße einfach drauf, solange es geduldet ist und ich dafür keine Strafzettel dauernd kriege, ist mir das eigentlich relativ scheißegal. So, wir haben wie gesagt bis zum Schlafen müssen noch 4 Stunden 46. Da sollte auf jeden Fall noch ein anderer Rastplatz zwischendurch kommen. Das hier wäre natürlich jetzt totale Verschwendung, wenn wir jetzt schon pennen gehen würden. Beziehungsweise wäre halt richtig scheiße, weil wir dann... Ja, obwohl das Ziel schaffen wir eh locker. Ich glaube, wir hatten noch nie Zeitnot bei einem Auftrag. Aber gut, das ist ja was ganz anderes. Wir haben auch schon wieder Schäden an unseren LKWs natürlich, wie immer. Aber gut, dafür haben wir auch genug Geld, um die alle reparieren zu lassen. Obwohl es an der Fracht immer ärgerlich ist, weil es immer richtig fett Abzug gibt. Wenn man jetzt hier sieht, 56.000 ist man bei 3% schon wieder bei 50.000 oder drunter. Und das ist halt richtig, richtig ärgerlich. Aber gut, ist halt so. Naja. So, und was man auch mal sagen kann, ich kann auch in, das wurde ja auch mal gewünscht, ich kann auch in, ja, jetzt am Wochenende, also jetzt morgen, deswegen nehme ich heute jetzt auch am Freitagabend gerade so viele Videos auf, oder am Freitagnacht jetzt quasi schon, weil ich am Wochenende jetzt mich morgen am Samstag und so um andere Sachen kümmere, denn ich bekomme noch 2 weitere PC-Teile wieder, und zwar mein, wieder ein neues Netzteil und noch eine SSD-Festplatte, und damit kann ich meinen, ja, ehemaligen Haupt-PC,
Da steht die jetzt seit einem Monat einfach so rum mit immer noch Arbeitsspeicher drin und ja, und auch noch den Festplatten drin. Nee, die Festplatten nicht drin. Genau, die Festplatten sind raus, aber mit noch Arbeitsspeicher drin und halt Mainboard, Prozessor und so weiter und so fort. Und den kann ich jetzt halt immer wieder reaktivieren. Der bekommt nicht jetzt das Netz, das Netzteil, was auch vorher in dem PC drin war. Und was aktuell in dem PC, in dem neuen PC drin ist, das bekommt er aber. Und neues Netzteil geht eben, das neue Netzteil, was ich mir gekauft habe, geht eben in den neuen PC dann rein. Ist nämlich ein bisschen 100 Watt auch noch schneller. Weil wenn ich mir dann, im Moment ist es scheißegal, aber wenn ich mir dann noch eine neue Grafikkarte einbaue, dann in einem halben Jahr, dann muss das schon passen. Obwohl die ja immer weniger Strom verbrauchen. Ich kann mir übrigens auch mal, kann ich dann auch noch mal alles erzählen, aber wie gesagt, da wird es auch von Alex Allerkanal dann irgendwann, weil es gewünscht wurde, so einen halben Monat wird es bestimmt dauern, bis ich das mache. Monat wird es da auch ein Video zu den beiden PCs geben. Weil die jetzt erstmal so vorläufig sind eigentlich. Aus dem einen PC, den ich jetzt noch als zweiten PC verwendet habe, wo ich aber eigentlich nur noch TS offen hatte für die Aufnahmen, über meinen Mischpult quasi, also zweite Soundkarte im Endeffekt. Der PC kommt eigentlich komplett weg, da kommen nur die Festplatten raus. Dann habe ich eine 1TB Festplatte, habe ich dann einfach wieder random übrig. Und dann habe ich halt noch die 3TB oder 3TB Festplatte, wo fertige Videos abgespeichert werden. Die ich halt dann auch wieder in den zweiten PC einbaue. Und wie gesagt, der zweite PC bekommt dann auch eine SSD, aber nur eine 120GB SSD, weil der braucht ja keine Spiele speichern, der braucht ja nicht wie mein Haupt-PC 250GB SSD, sondern reicht auch eine 120GB SSD, die sogar gebraucht ist. Mal gucken, wie lange die hält. Aber es ist ja, aber das ist die große Sache. Ich habe auf dem zweiten PC ja nichts zu verlieren dann, weil sowas richtig Nerviges wie Thumbnails und sowas ist ja eh alles in der Cloud gespeichert von Adobe. Thumbnails und lauter Vorlagen und Intros, das ist ja alles in dieser Adobe Cloud, wo man 20 GB oder so hochladen kann. Da habe ich irgendwie 5 GB belegt oder so. Das ist alles synchronisiert, alle unsere Thumbnails und die Vorlagen und so weiter und so fort. Wenn da irgendwas passiert, kann man halt im Endeffekt gar nichts passieren. Und auch den Unfall wollte ich aber gar nicht verursachen. Und das ist auch eine nice Sache. Auf dem anderen PC werden dann eh nur die Rohdateien ankommen und die werden dann geschnitten und abgelegt. Was aber ein bisschen dumm ist, ist dann, ich muss mir irgendwie überlegen, wie ich das mache mit dem Rendern und so weiter und so fort, weil ich will eigentlich ungern auf die SSD rendern, weil dann kann ich die Tage quasi rückwärts zählen, bis die im Arsch ist. Muss ich mir was überlegen, was ich da mache. Weil ich ja eine 3TB Festplatte habe, die da drin ist, wo aber dann nur fertige Videos kommen. Ihr müsst euch auch mal vorstellen, wir verbrauchen so viel Speicherplatz, das ist richtig, richtig krass. Wir haben eine 4TB Festplatte, die komplett bis oben hin voll ist mit Videos, weil wir schon seit 3 Jahren jetzt Videos machen, schon 3500 Videos haben. Und die habe ich natürlich alle auch abgespeichert, weil man schmeißt seine Videos nicht weg. Und da habe ich, wie gesagt, eine Festplatte, die hat 4TB, die ist bis oben hin voll. Und die andere hat jetzt irgendwie auch schon 1TB belegt, die 3TB Festplatte, die ich ja noch habe. Und da werde ich mir auf jeden Fall irgendwie in 1-2 Monaten mal nebenbei, noch wenn ich mir dann leisten kann, noch eine neue Festplatte kaufen. Oder ich muss mal gucken, wann ich mir die kaufe, weil das ist relativ teuer im Moment noch. Ich werde mir dann nämlich direkt eine 6TB Festplatte oder so kaufen, oder eine 6TB war es, glaube ich. Oder eine 8TB, ich weiß es nicht. Mal kurz gucken, mal irgendwann gucken. Auf jeden Fall für 250 Euro. Und da kommen dann erstmal alle Videos drauf und dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Aber es ist echt krass, wie viele Videos wir haben. Das ist echt richtig, richtig krass. Und irgendwie funktioniert meine Indies gerade wieder nicht richtig. Das ist echt erfreulich. Die muss ich mir auch mal wieder neu kaufen. Es fällt immer mal wieder ein neuer Kleinscheiß ein. Jetzt, wo die ganzen großen Batzen an Geld wechseln mit neuem PC und so weiter, macht halt ein bisschen so hier. Der Kleinscheiß wie Indies macht schon seit einem Monat Stress und so weiter und so fort. Das ist halt echt teilweise ein bisschen belastend, aber das kennt man ja irgendwie immer wieder. Die Indies, die sind echt schon richtig ausgereizt. Die kosten übrigens 100 Euro. Davon habe ich schon 2 Stück verschlissen. Weil ich halt auch so viel benutze, halten die bei mir nur ein halbes Jahr in der Regel. Oder ein halbes, dreiviertel Jahr mehr halten die bei mir nicht, diese Indies. Und die kosten 100 Euro. Aber ich habe die halt auch fast immer an. Also jetzt in letzter Zeit nicht mehr, aber doch eigentlich auch noch auf der Arbeit und so weiter und so fort. Deswegen unterwegs, auf dem Weg zur Arbeit, zur Musik hören, von der Arbeit weg. Dann hier zu Hause am PC und so weiter und so fort. Ich habe die echt, keine Ahnung, mit der Arbeit zusammengerechnet irgendwie 15, 16, 17 Stunden am Tag unter der Woche im Ohr. Und am Wochenende ist es auch nicht viel weniger. Doch schon ein bisschen weniger, weil ich am Wochenende mehr schlafe und weniger dann was zu tun habe. Aber ja, das ist echt schon krass. Und da sind die halt relativ schnell kaputt, wenn man die irgendwie 12 Stunden, also keine Ahnung, in der Woche dann irgendwie, keine Ahnung,
Ich habe dir ja über die Hälfte der ganzen Zeit, ich habe dir ja sau auf dem Ohr und dann sind die jetzt auch schnell kaputt, aber gut. Ich kann mal auf das Thema kommen, was ich mir in einem, Warum bremst ihr einfach ab, der Hurensohn? Ich kann ja mal aufs Thema kommen, was ich mir in einem halben Jahr kaufe. Und zwar kaufe ich mir als neue Grafikkarte. Ich kann mal ein bisschen planen. Ich kann mal ein bisschen erzählen, was ich so mit meinem Geld mache. Weil, warum nicht? Also, wie gesagt, ich habe mir jetzt den neuen PC und so weiter gekauft. Jetzt kaufe ich mir wahrscheinlich in den nächsten Monat erstmal neue In-Ears. Also, habe jetzt im Endeffekt wieder meinen alten PC jetzt wieder als zweiten PC umfunktionieren. Werde ich jetzt erstmal mit den Teilen, die am Samstag jetzt kommen. Also, heute jetzt kommen. Und dann nächsten Monat neue In-Ears. Und wie gesagt, was das Allerwichtigste ist, ich habe immer noch in meinem neuen PC meine alte Grafikkarte und die muss noch ein halbes Jahr halten, hoffentlich. Denn ich will mir in einem halben Jahr ungefähr dann die GTX 1080 kaufen. Kommt jetzt gerade erst raus. Die ist jetzt die Tage oder kommt die Tage, keine Ahnung, erst raus. Und die will ich mir dann direkt kaufen, weil die hat wirklich im Vergleich zur GTX 980 irgendwie 70% Leistungssteigerung hat. Und das ist halt so krass. Und ja, deswegen will ich mir die direkt kaufen. Und mal schauen. Also nicht direkt kaufen, ich lasse ja ein halbes Jahr Luft. Also ein halbes Jahr Luft ist klar auch wegen finanziellen Sachen. Also wegen Geld halt. Aber es ist auch wegen, weil ich halt eben am Anfang die bestimmt wieder mega die Treiberprobleme haben werden und so weiter und so fort, wie eigentlich immer. Und direkt am Anfang kaufen mache ich irgendwie nie, weil dann gibt es immer Probleme. Ja, und so sieht das Ganze ganz gut aus. Und da kann ich noch was hinzufügen. Nein, kann ich eigentlich nicht. Genau, so sieht es eigentlich ganz gut aus. Und ja, deswegen kann ich über die PCs auf jeden Fall mal irgendwas sagen. Wie bei den PCs, wenn die dann fertig zusammengebaut sind. Da eine andere, der bis jetzt mein zweiter PC war, dann weggeflogen ist, kann ich auf jeden Fall ein bisschen was drüber erzählen. Und da haben sich auch Leute gewünscht, weil ich habe ja ein Roomtour-Video auf dem Eisalder-Kanal. Aber das Roomtour-Video beinhaltet nämlich genau nicht die PCs, weil ich das Roomtour-Video ja im Februar gemacht habe. Und genau wusste, dass sich an den PCs bald was ändert. Und da wollte ich nicht mehr diese alte Scheiße mit in den Videos mit in das Roomtour-Video reinmachen, weil ich eben wusste, dass sich das bald ändern wird. Und bei allem anderen von der Roomtour, an Equipment für YouTube, wird sich halt nichts mehr großartig ändern. Ich kann auch mal sagen, bei Equipment für YouTube wird sich aktuell halt, sagen wir immer wieder so neue In-Ears oder so ein Scheiß halt, die ich aber wahrscheinlich jetzt auch immer normal holen würde, wenn ich jetzt kein YouTube mehr machen würde. Außer sowas wird halt nichts mehr dazukommen, weil, oder wenn irgendwelche Sachen halt kaputt gehen sollten, dann werden sie halt ausgetauscht. Aber die meisten Sachen, die ich hier habe, an Tonsachen oder sowas, haben ja eh eine saulange Garantie von 10 Jahren. Aber ja, generell muss man irgendwie sagen, dass da nichts mehr großartig dazukommt zu Roomtour, weil ich habe für Let's Play, im Ernst, ich habe für Let's Play das perfekte Equipment. Ich kann es dir nochmal kurz aufzählen. Ich habe hier ein Mikrofon, ein Roland Hands-Arm mit einem Schwenkarm, was komfortabel ist zum Aufnehmen. Ich habe ein Audio-Pre-Interface oder ein Audio-Kompressor, wo meine Stimme nochmal ein bisschen bearbeitet. Ich habe ein Mischpult, wo ich halt drüber zum Beispiel meine Stimme, die dann vom Kompressor kommt, mit TS abmischen kann und auch über das Mischpult mir alle Sounds auf meinen In-Ears holen kann, also Spielsounds von Konsolen, von dem ersten, von dem zweiten PC und alles Mögliche mir darüber holen kann. Ja, und das ist quasi das alles, was ich brauche, muss ich mir ernsthaft sagen. Und viel mehr gibt es da nicht, was ich brauche. Und da habe ich das perfekte Equipment. Zum Vloggen habe ich kein perfektes Equipment, ganz ehrlich. Legria finde ich immer noch vom Ton mega geil, deswegen behalte ich die auch weiterhin. Von dem, die Tonqualität ist einfach viel besser als die GTX. Aber viele Leute benutzen inzwischen auch immer, die GTX. Die Canon GTX, aber die, oder wie die heißt, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie die heißt. Auf jeden Fall PowerShot, irgendwas heißt die. Aber ich finde den Ton halt scheiße, auch wenn das Bild ist wirklich klasse besser, aber der Ton ist halt scheiße wieder mal. Oder nicht scheiße, er ist in Ordnung, aber er ist bei Massenaufnahmen nicht so geil. Und ja, das ist halt so eine Sache, deswegen glaube ich da lieber bei der Legria. Auch wenn ich mit der Bildqualität nicht ganz so zufrieden bin, aber wahrscheinlich, ich meine, ich habe jetzt ein Galaxy S7 Edge. Und es macht auch saugute Bildaufnahmen. Und wahrscheinlich werde ich bei der Gamescom dann auch dieses Jahr ein bisschen variieren. Mit der Legria zum Vloggen und um was vor Bühnen aufzunehmen oder um Sound aufzunehmen in guter Qualität. Und dann aber immer mal wieder so Sachen, die ich eher als Schnittbilder mache. Also auf Musikspieler schneiden werde. Wie zum Beispiel, was bei der Gamescom so die einzelnen Hallen, Arenen, was auch immer. Die nehme ich dann vielleicht direkt mit dem Handy auf und das dürfte dann in dem Punkt eine bessere Qualität sein eigentlich, weil das eigentlich auch sehr gut ist.
Und genau, da macht es eben halt für mich, da macht es für mich eben keinen Sinn, in Technik zu investieren noch weiter. Also genau, da könnte ich halt eben, was Kameras angeht, könnte ich noch in viel bessere Technik investieren. Macht aber für mich überhaupt gar keinen Sinn, weil außer, keine Ahnung, die Gamescom, wo ich hauptsächlich vlogge im Jahr oder dann nochmal so 2, 3 Events, wo ich bin, wie der Let's Play Day und dann vielleicht nochmal ein bisschen im Urlaub oder so. Ich benutze die Legre halt, keine Ahnung, 3, 4, vielleicht auch 5 Mal im Jahr mache ich einen Vlog, wenn überhaupt. Oder plane ich in 2016 zum Beispiel. Ich habe den Vlog vom Februar immer noch nicht geschnitten. Vom WWE Wrestling Live Event. Das muss ich auch nochmal irgendwann machen. Oder ich werde es jetzt hinten runterfallen lassen wahrscheinlich. Oder extrem zusammenschneiden. Ich weiß es nicht genau. Ich lasse es wahrscheinlich komplett. Weil es jetzt einfach zu inaktuell ist. Auf jeden Fall habe ich nämlich mir dann immer noch vor, dass ich dann, wenn ich im November bin, ich wieder in Frankfurt beim WWE Wrestling Live Event, da nehme ich mir dann auf jeden Fall wieder vor zu filmen. Dann kommt der Let's Play, der ist irgendwann noch davor. Irgendwann im, keine Ahnung, wieder von September, Oktober haben die Veranstalter zumindest letztes Jahr gesagt, dass es ihn wieder geben wird. Also denke ich, dass er wieder um die Zeit hinweg ist. Davor ist dann die Gamescom, aber das sind wirklich, das tut sich alles so aufs zweite Halbjahr des Jahres irgendwie tun sich so Veranstaltungen häufen. Und es sind dann irgendwie 4 Veranstaltungen im Jahr, wo ich vlogge. Und dafür lohnt sich einfach nicht eine bessere Kamera. Ganz ehrlich, es lohnt sich einfach hin und vorne nicht. Da kann man noch ein bisschen variieren zwischen, man nimmt mal das Handy, was eine sehr gute Qualität hat inzwischen. Das empfiehlt ja selbst, YouTube empfiehlt ja teilweise Sachen mit dem Handy aufzunehmen, weil die eine extrem gute Qualität haben, die neuen Handys. Obwohl es dann immer ein bisschen ruckliger ist, das Bild. Ja. Und das macht dann für mich wenig Sinn, alles andere. Also da Geld rein zu investieren, hat für mich keinen Sinn. Und was das Let's Playen halt angeht, habe ich halt das perfekte Equipment mit Facecam, Greenscreen und so weiter. Obwohl der aufgrund, weil der Greenscreen ziemlich beschmutzt ist, müsste ich den Greenscreen mal komplett drehen. Das ist mal eine Sache, die ich noch machen muss. Also der Greenscreen-Stoff, den ich hinter mir habe, den ihr auch in der Roomtour sehen könnt, der ist quasi nochmal hinten. Der hat ja eine Rückseite, die auch grün ist. Und die ist noch wirklich grün. Der ist hier teilweise richtig, richtig dreckig, aber das Keying funktioniert immer noch sehr, sehr gut, von daher brauche ich eigentlich nichts zu ändern. Und man sieht es eigentlich nicht, dass da irgendwo teilweise irgendwie Flecken sind oder was auch immer, oder halt einfach Dreck teilweise drauf ist. Aber ich müsste den einmal komplett rumdrehen, dass der wieder 100% grün ist, und das ja, ist mega abfucken bei einem Greenscreen. Oder ich kaufe mal direkt einen neuen Stoff, einen Greenscreen-Stoff, kostet auch nur 25 Euro oder so. Aber ist halt unnötig. Und generell, wie gesagt, wie mein Equipment ist, da muss vielleicht im Verschleißsachen müssen dann vielleicht mal ausgetauscht werden, aber generell halt sonst nichts. Und ja, deswegen macht es einfach keinen Sinn mehr, in YouTube irgendwas zu investieren, außer halt eben bessere PCs und so weiter, wie ich jetzt gerade mache, um besser aufzunehmen, dann vielleicht irgendwann Ende des Jahres dann auch noch, dann wie gesagt, die Grafikkarte, dann vielleicht Anfang des nächsten Jahres nochmal irgendwie, obwohl ich da wahrscheinlich gar keine Zeit haben werde, mal gucken, vielleicht noch ein 4K-Bildschirm oder sowas. Aber was anderes macht alles gar keinen Sinn. Na gut, dann würde ich aber sagen, was das von der heutigen Folge heute Nacht jetzt gekommen ist, ging auch 23 Minuten lang, dann würde ich sagen, heute rein. Bis zur nächsten Folge, die kommt dann pünktlich am Sonntag um 19 Uhr, weil ich ja eben, ja, jetzt das hier im Voraus aufnehme. Und ja, haut rein, bis dann, ciao!